Das ist recht neu. Solche armen Wohnviertel gibt es erst seit 10 Jahren. Vorher hat sowas nicht gegeben. Die Spanne zwischen Arm und Reich geht jetzt auch in dem sehr sozialen Costa Rica auf. Vor 10 Jahren undenkbar. Zeit ist von Dezember bis Ende April. Und Regenzeit von Mai bis November. Hier haben wir die Katastergrenzen von San José verlassen mit dem Überqueren dieser berühmten Selbstmörderbrücke über den Rio Virilla. Thank you.
Nationalparkeingang Süd, namens Kalova. Direkt wieder ein Ausfluss ins Meer. Mussten die englischsprachigen Fischer früher die Boote über ein Riff heben, um ins Meer zu kommen. Englisch all over. Das hat man eingespart auf Kalova. Geradeaus kommt der Canyon Negro. Kurvig, eng, das schönste Stück auf. Schon mal vorgehen? Nein. Ja, das ist spät. Einfach das ist oben. Alter. Spät. Zwei große Grillen. Der Hammer. Und noch zwei kleine. Unheimlich viele, die frische Blätter fressen wollen, weil die haben weniger Toxine, weniger Alkaloide, sind leichter verdaulich. Bestes Beispiel das 13 Faultier. Das hat Schwierigkeiten, diese harten Blätter, geht mal ins Rum, da könnt ihr mal sehen, wie hart das ist, das soll man mal verdauen. Und so versuchen alle Tiere, frische Triebe zu fressen. Und das ist die raffinierteste Art, sich vom Gefressenwerden als frischer Blatttrieb zu schützen. Knallrot ist immer ein Zeichen für Gift, wie bei den roten Pfeilgeldfrischen. Es gibt einige Pflanzen, die haben tatsächlich giftige, frische Triebe, die durch das Rot angezeigt werden. Andere tun nur so, bilden Rot aus. Und das Rot, das ist die gleiche Pflanze. Es ist die gleiche Pflanze, das Rot verschwindet und dann wird das eine knallgrüne Pflanze. Es gibt nur eine Palme, da kommt der neue Palmwedel knallrot raus. Und wenn ihr das jetzt mal anfasst, ist ganz toll. Manchmal fahren wir mit dem Bus an Bäumen vorbei und man fragt mich, wie heißt der Baum mit den roten Blüten? Es sind gar keine, es sind die neuen Blatttriebe. Knallrot. Deine Schmecke auf den deutschen Markt gegeben werden.
ja, jetzt zeigt es uns hier. Das Wappentier. Der zweitgrößte, der Braunschnabel oder Svensson, du kannst es noch ganz kurz. Eine Eidechse, ein American Whiptail Lizard, ein Amerikaner. Ich habe es einmal gesehen, dass sich zwei um einen Ameisenbären gezankt haben. Ein Bein gerissen, der eine Keim an der anderen. Ich weiß nicht, der war wohl ins Wasser gefallen. Fisch. Vielleicht mal ein Frosch. Im Internet das Gerücht verbreitet, ein Reiseleiterkollege von mir, die Peine, dass da, wo es Kaimane gibt, es keine Schildkröten gibt. Zum Quatsch. Ich habe einen Kaiman gesehen, der sein Kinn auf den Rücken einer Schildkröte drauf gesehen hat. Besser zu sagen. Fantastisch. Ich habe keine Ahnung, warum der trocken ist. Es wird nicht mehr viel geflogen. Es ist gleich dunkel. Es gibt eh gleich Regen. Um uns das zu zeigen, nur deshalb. Schlangenhalsvogel. Schlangenhalsvogel. Aninga, Englisch meine ich. Nichts passiert. Ich war mit meinem Mann.